Ja, hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls wieder im DLC-Gebiet. Ich habe mir gedacht, ich hatte mir ja gedacht, ich versuche es nochmal, nachdem ich jetzt Nito geschafft habe. Vielleicht klappt es ja auch mit gewissen anderen Personen hier. Hatte ich. Was habe ich das hier nochmal die ganze Zeit gemacht? Ich glaube mit der Gargoyle-Hillebarde? Wo ist die? Ich bin? Ja, nehmen wir die so lange, ne? Ich könnte natürlich auch. Ja, aber die macht zu wenig Schaden. Hier kommt. Als zweite Waffe. Okay, mal gucken. Quark. Unsinn. Ich hatte den Langbogen. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht, dass ich jetzt schon nicht mehr wusste, wie ich hier gegen die Typen gekämpft hatte. Ja, so kann es gehen. Das ist die Sache mit der Erinnerung und dem Alter. Ich hatte, glaube ich, Brandbomben gegen die auch benutzt, ne? Da war sowas. Ich habe noch gesehen, dass es zu spät war und habe trotzdem zugehauen. Es ist manchmal wirklich doof. Ach, mir ist gerade was eingefallen. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das hier ging. Autozielerfassung ist bei mir aus. Okay, an der Autozielerfassung kann das Problem, dass ich manchmal mit dem Fokus habe, nicht liegen. Sie ist bei mir gar nicht eingeschaltet. Ja, ich hatte ja schon ein paar Mal überlegt, woran das liegen kann, dass das bei mir so, dass das so mit dem Ziel dann so, also wenn der Fokus auf einem Gegner ist, dass das so wild hin und her springt. Also es liegt zumindest nicht an der automatischen Zielerfassung, weil die benutze ich gar nicht. Ich muss ja auch immer aktiv das anwählen. Also es macht ja auch keinen Sinn. Sonst wären ja die Gegner automatisch angewählt. Es springt wohl einfach von einem zum nächsten Gegner, ob man will oder nicht. Bisschen doof finde, aber man kann nichts machen dran. Gut, wir sind jetzt schon so viele Folgen hier durch. Oder ich bin jetzt hier. Und ihr müsst ja nur zugucken. Ihr müsst ja nur denken, ey, jetzt macht ihr den Fehler schon wieder. ja, das ist halt so. Keine Ahnung, ob ich jetzt mit der Rüstung was reißen kann. Ich lasse sie einfach mal an. Nein, das solltest du nicht. Ja gut. Ich habe mich vertan. Das war mein Fehler. Ich habe halt irgendwie Bammel vor Artorias, weil der so wahnsinnig schnell ist. Und wow. Ja, und ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt wieder. Nach Nito. Verdammt. Oh Gott, warum ist der so schnell? Ich bin ja tot, bevor ich irgendwas tun kann. Ja, so viel tun wir. Weichen wir mal aus, oder nicht, ne? Oh Gott. Autsch. Ja, das sind da doof. Das hat man schon mal gemerkt. Jetzt hat das Ausweichen ausnahmsweise mal geklappt. Jetzt schon wieder nicht. Ja, danke. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, Artorias. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich weiß, du magst mich nicht. Du magst mich echt nicht. Aber ich kann nichts dran ändern, dass du mich nicht magst. Ich mag dich auch nicht, so. Du warst mein Held. Du warst derjenige, über den man so viel gehört hat. Und jetzt machst du doch nur Scheiß.
ist einer von den Bösen geworden. So. Beziehungsweise, ich denke mal, er ist wahnsinnig geworden und vom Abgrund verdorben ist. Oder ich nehme mal fast an, dass er wirklich irgendwie sowas wie wahnsinnig ist. Anders kann ich mir das bald nicht vorstellen. Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist nicht so gelaufen, wie er geplant hat, nehme ich an. Und das war dann das Problem. Hier weg. Ach, jetzt macht er wieder seine Verstärkung, weil ich... Ja, aber ich habe nicht die Hälfte runter. Gut. Oh Mann, eben hat es so schön geklappt, an ihm vorbeizurollen. Jetzt hat es nicht geklappt. Naja, wie schön. Ah, no. Jetzt springt er nochmal, oder? Nee, doch nicht. Springt offenbar nur zweimal. Autsch! Ich habe keinen Plan. Oh Gott. I'm so dead. So dead. Au! Was war das? Aber ich habe lang gegen ihn durchgehalten. Ich habe verdammt lang gegen ihn durchgehalten. Ich glaube, das war das Längste, was ich gegen ihn durchgehalten habe. Ich habe ihm nicht so viel Schaden gemacht, aber... ja, der einzige Nachteil ist, dass das Leuchtfeuer irgendwie null Dingens ist. Ja, okay. Ich werde jetzt mal gucken. Ich habe... Nein, ich will nicht... Oh mein Gott, nein! Ich will doch nicht das benutzen. So, ich werde jetzt ein bisschen Menschlichkeit verbraten. Ich weiß, es ist schlecht und Menschlichkeit und aber... keine Ahnung, wie viel ich brauche. Wie viel macht jetzt das? Ja, das ist nämlich nur auf 10, glaube ich. Ich glaube, dann brauche ich doch 3. Also 2, um es auf... einmal auf 15 und dann auf 20, oder? Weil ich glaube, ich bin hier noch länger. Ich glaube, ich werde hier noch länger sein. Ein zentrales auf 20 zu haben, ist, glaube ich, nicht schlecht. Und ich finde es immer noch besser, die Menschlichkeit für sowas zu brauchen, als... nee, das ist jetzt nur auf 15. War das etwa nur auf 5? Naja, gut, okay, das muss jetzt reichen. Das muss jetzt reichen. Wenn das jetzt nicht reicht, ist das nicht mein Problem. Ich meine, ja, es ist dann mein Problem, aber... Okay. Menschlichkeit kann ich ja zur Not auch mal gucken, ob ich da nochmal irgendwo hingehe und die farme. Ich muss... Ich weiß nicht genau. Also ich hatte in Erinnerung, dass die Ratten in diesem Ding, wo der Klaffdrache auch ist, dass die Menschlichkeit droppen. Da müsste ich dann vielleicht mal offscreen Menschlichkeit farmen. Ist zwar nicht so super... Aber, also, ne, ich finde es halt blöd, wenn ich da extra für farmen muss. Aber, au, lass das. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Okay, das war jetzt voll kacke. Mal so sagen darf. Könnt ihr vielleicht auch mal Menschlichkeit... Na super, jetzt habe ich so eine Hacke. Wie viel Schaden macht die denn rein so spaßeshalber? Rein spaßeshalber. Ich will nur mal gucken. Ich gucke ja gerne meine Waffen an, die ich so, die ich so finde. Okay. Plus 45. Wow. Okay, vierzackige Hacke. Eine vierzackige Hacke, die von den hölzernen Vogelscheuchen des Mausoleumwaldes getragen wird. Die Vogelscheuchen benutzen diese vierzackige Hacke für gewöhnlich nicht als Waffe, aber sie ist durchaus spitz und absolut tödlich. Ja, wie wir ja alle wissen, ist es total schlecht, wenn man von sowas getroffen wird. Das,
passiert ja mit Geralt am Ende des vierten Bandes, also der Romane, der Witcher-Romane. Ich hoffe, ich habe jetzt für niemanden gespoilert, der die Romane noch nicht gelesen hat. Da die Romane vor den Spielen angesiedelt sind, beziehungsweise die Spiele in Anschluss daran angesiedelt sind, kann ich euch sagen, er überlebt es sozusagen. So, wenn ihr übrigens zwischendurch ein Hundebellen im Hintergrund hört, da kann ich leider nichts dran ändern. Das ist nicht mein Hund, aber es ist hier in direkter Nähe und ich kann leider an diesem Hundebellen nichts machen. Ich wollte aber nicht noch länger mit der Aufnahme warten, weil es immer später wird und ich das alles hier ja auch noch bearbeiten und rendern möchte. Ja, ich bearbeite meine Videos nach. Man soll es nicht meinen. Sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht anzugucken. Ja, geh mal. Spring mal irgendwo hin. Das war jetzt nicht so viel, aber... Hat es geklappt? Ja, es hat geklappt. Erstaunlicherweise hat es geklappt. Doch das... Nein, wieso hat er mich damit erwischt? Ich bin doch weggesprungen. Das verstehe ich nicht. Ich war doch außerhalb des Radius von diesem komischen Dingens gedöhnt. Oder nicht? Aua! Muss der einen immer so durch die Gegend schmeißen? Muss er das? Tut das Not? Arturias, das tut nicht Not. Lass das mal. Lass das. Ich finde es echt nicht gut, was du hier machst. Wirklich nicht. Muss ich jetzt mal sagen. Finde ich doof. Au! Jetzt habe ich ihn... Aha, jetzt habe ich... Oh ja, Wahnsinn. Doch, ja, so viel Schaden habe ich ihm gemacht. Oh mein Gott. Das Blöde ist, dass ich einfach nicht weiß, wie ich den am besten angehen soll. Ich meine, er ist schnell. Ich könnte also versuchen, mit einer schnelleren Waffe zu kämpfen. Ich habe nur leider keine schnellere Waffe, die schnell ist. Also keine schnellere Waffe, die genug Schaden macht. Der Blitzspeer hat ihn irgendwie gar nicht interessiert, meine ich. Ich kann ihn mal... Obwohl, nee, warte. Oh Gott, falsch, falsch. Ich kann gleich, bevor ich bei Arturias reingehe, mal den Blitzspeer rauspacken. Aber eigentlich macht das Schwert des Grabesfürsten im Augenblick den meisten Realschaden, sag ich mal. Den meisten direkten Schaden. Ich weiß auch gar nicht, ob man Arturias mit Magie richtig Schaden machen kann. Also mit dieser Blitzmagie. Ich hatte es immer vermutet, dass es geht, aber... Ja. Also ich möchte ihn eigentlich jetzt mal schaffen. Also es ist eigentlich so mein Plan, ihn jetzt mal zu schaffen irgendwann. Also ich möchte gerne mit dem DLC weiterkommen. Und ich muss an Arturias vorbei, denke ich. Ach, wie süß, die haben sogar eine Gießkanne, die Vogelscheuchen hier. Ja, die niedlichen Vogelscheuchen hier. Naja, eigentlich sind sie nicht niedlich. So, wenn ich ein... Der Speer ist ja, ich meine... Ja, müsste man mal gucken, ne? Der Speer hat ein bisschen mehr Reichweite als die als dieses Schwert des Grabesfürsten. Deswegen würde ich ja gerne die Hellebarde entsprechend hochleveln. Da brauche ich halt Seelen für und müsste das mal irgendwie... Eigentlich brauche ich gar nicht so viele Seelen. Ich müsste einmal gucken, was ich genau brauche. Müsste die Seelen dafür mir zerdötschen, weil ich habe da ja genug, glaube ich, jetzt an eingemachten Seelen. Ich könnte ja auch in den nochmal in die Dämonenruinen gehen und nochmal bei diesem Bett des Chaos probieren. Das ist ja der nächste große Boss. Der nächste Endboss.
Und irgendwie scheine ich ja mit meiner wilden, panischen Flucht nach vorn letztes Mal irgendwas richtig gemacht zu haben. Ich weiß noch nicht, wie ich das weitere schaffe. So. Also eine schnelle Waffe ist ja schon mal eine gute Idee. So an sich. Boah, jetzt hat er mich auch schon wieder erwischt. Das ist doch echt kacke. Jetzt habe ich schon wieder Schaden genommen. Noch nicht mal mehr gemacht, als meine Seelen zu holen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das genauso machen kann wie er. Oh Gott, jau, das macht ja wahnsinnig Schaden bei ihm. Wattebäuschen haben ihn gestreift. Aber die Reichweite wäre gut. Also ich teste das ehrlich gesagt gerade nur. Das ist jetzt nur ein Waffentest. Mehr ist das nicht. Ich habe sowieso keine Chance damit. Gegen ihn. Autsch. Oh Gott. Nein, also der Blitzspeer nützt nichts, weil offenbar der Blitzschaden gar nicht bei ihm durchkommt. Der scheint ihm nun gegen den Blitzschaden zu sein. Okay, haken wir den Blitzspeer ab, wenn ich den nicht sowieso schon probiert hatte. Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. So, dann haben wir ja jetzt einfach mal die helle Bade plus 9, die ja jetzt nicht wahnsinnig gut ist. Die will ich jetzt aber eigentlich gar nicht... Das will ich jetzt gar nicht mehr... Wisst ihr was? Ich mach das jetzt mal. Ich muss nur dafür zum Schmied... Nee, gar nicht wahr. Ach Mensch, ich bin doch echt... Ja gut, dann kann er... Ich meine, ich musste doch eigentlich nur hier gucken. Das vergesse ich immer. Ich brauche 3 große Scherben. Ich weiß gar nicht, was die 3 großen Scherben kosten. Und die Frage ist ja, was brauche ich danach? Na ja, gut. Großen Scherben kriege ich beim Schmied in Anolondo. Was mich daran erinnert, dass ich hier eine gewisse Person auch immer noch eine gewisse Magie um sich werfende Person. Na toll. Also müssen die so schnell sein, diese blöden Aufzüge? Ach. Das einzig Gute ist, dass hier jetzt tatsächlich überhaupt keine Gegner mehr sind. Also, das ist wirklich ein Vorteil. Wenn ich jetzt jedes Mal hier noch die dicken Ritter und den einen blöden Silberritter hier mit seinem Bogen hätte, das wäre schon ziemlich ätzend. Oh Gott, ich habe gerade einen Moment gedacht, der Schmied ist nicht mehr da, weil irgendwas passiert ist. Aber er ist noch da. Hallo. 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 Ja, strong you are. So. Große Scherbe, 3800. Auch also etwas über 10.000 Seelen, was eine ziemlich blöde Zahl ist. Wenn ich jetzt noch wüsste, was welche Seelen tun. Ein Held? Keine Ahnung, was ein Held so gibt an Seelen. 10.000. Okay. Ich werde wohl 2 brauchen. Mist. Na gut. Ja. I know. So, ich möchte gerne aus das hier 3 Stück. Kann er das auch? Weiß ich gar nicht. Kann er das auch? Er kann das auch. Gut. So, umwandeln. Das wäre in eine Kristall... Nein, das will ich nicht.
Blitz. Lebensjagdsense. Interessant. Aber glaube ich nicht das, was ich will. Ah, Moment, aber du könntest mal eben, wie viel? Ich weiß gar nicht. Ich könnte mal gerade gucken. Ich habe nur noch 6 Stück davon. Dann kaufen wir das doch mal auf. Dann hat sich das ja gelohnt. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schmied in Anolondo da jetzt irgendwas... Sonst hatte ich ja keinen Schmied irgendwo, ne? Ich überlege jetzt gerade. Ach, den Magier, ja gut, aber den wollte ich jetzt nicht. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich habe, glaube ich, nur André, den Riesen hier und den Magier. Andere Schmiede habe ich noch nicht, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Sollte ich noch irgendwo anders einen Schmied vergessen haben? Ja, ist das so? Ja, da rechts ist die Dame, die wir, deren illusionsartiges Bild wir zerstört haben. Also, ich muss sagen, ich habe das nachgelesen mittlerweile. Also, es ist tatsächlich eine Illusion nur. Und das dunkle Anolondo ist das richtige Anolondo. Ich wollte das ja dann wissen. Ich denke mal, das ist ja okay. Gemein, das ist ja gut schon wieder, ja. Ja, es war jetzt ein bisschen unnötig, dahin zu porten eben. Jetzt gucken wir mal. Kann er noch mehr? Er kann das in eine Hellebarde plus 11 verwandeln. Und ich brauche einen Graubrocken. Oh, er kann das in ein göttliches Claimer. Achso, die plus 5 Waffen kann er dann in die göttlichen umwandeln. Ah, ich verstehe. Ja, ich mach das mal. Das heißt, dann kann ich die Waffe doch weiter verstärken. Ne? Da brauche ich dann ja wahrscheinlich... richtig graue Brocken, von denen ich noch welche habe. Nicht mehr genug Seelen, aber eine Hellebarde immerhin plus 12. Das ist immer noch nicht wirklich viel Schaden. Aber die Götterhellebarde hat ihm ja keine, hat ihm ja keinen Magieschaden gemacht. Das heißt... Don't get yourself killed. Oh Gott. Ja, ich werde... Jetzt muss ich das wieder testen. Ja, also ich muss das halt ausprobieren alles so ein bisschen. Das ist ja auch eigentlich das, also für mich gehört das zu diesen Spielen auch immer dazu, dass man probiert und versucht und einfach auch alles ausprobiert, was irgendwie möglich ist, um vielleicht die für den einen Boss ideale Waffen- und Rüstungskombo zu bekommen. Und ja, wer das langweilig findet, der muss, glaube ich, bei jemandem anderen gucken. Aber bis jetzt hatte ich nicht das Gefühl, dass das total langweilig empfunden wird. Weil, wie gesagt, es gehört ja dazu. Also, von daher. Ja, gucken wir mal. Ich würde gerne irgendwann den Bogen auch verbessern. Auf eine bessere, auf irgendwas Stärkeres. Wie schön. Sie sind genau... Die Bombe hat sie beide brillantest verfehlt. Das finde ich ja ganz großartig. Absolut großartig. Da kann ich wieder mal echt gut. Naja, gut. Das war ja jetzt nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir einfach.
Ja, sorry, ich muss mich irgendwie immer noch so ein bisschen mehr räuspern. Meine Allergie macht mir im Augenblick echt Probleme. Also, ich habe keine Erkältung, es ist die Allergie und die schlägt mir auch total auf die Stimme. Also, ich mag ja eigentlich die Hellebarde auch als Waffe. Das ist ja, die hat eine schöne Reichweite. Ich finde die Angriffe cool. Oh. Ich bin nicht stark genug für die Hellebarde? Oh Gott, nein, was habe ich denn da gemacht? Ach Gott. Ich wollte gerade nicht. Ich bin da drauf gekommen auf den Knopf. Ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte keinen Estus-Flakon nehmen. Ich wollte eigentlich den machen. Und dann nochmal gucken. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte deutlich genug Stärke für die Hellebarde. Habe ich das nicht? Stärke 16. Ich habe Stärke 30. Ist das normal, dass man dann da so rumeiert mit? Okay, es kann natürlich auch einfach der normale Effekt mit der Hellebarde sein. Der ist aber ziemlich doof, weil das kostet Zeit. Na gut, mal gucken. Gucken, wie viel Schaden ich Arturias damit mache. Überhaupt. Wahnsinnig viel mache ich ihm ja, glaube ich, nicht damit. Weißt du was? Putz. Ja. Komm, gib mir gib mir 4 Stück. So long. Ich möchte die Seelen dann, also ich verliere hier sowieso die ganze Zeit Seelen bei Arturias, aber also der muss doch langsam mal klein zu kriegen sein. Ich bin Level 81, 82 irgendwas. Das muss doch reichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht reicht. Okay, damit habe ich zumindest den Schaden abgewendet. Okay, das ist jetzt irritierend, was er da so macht. Ich treffe ihn nicht. Oh Gott. Ich treffe ihn wieder nicht. Er ist dreimal gesprungen, ne? Nochmal. Also zumindest habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen flotter und verbrauche weniger Ausdauer mit der Hellebarde. Ja, außer ich springe genau in ihn rein. Das ist natürlich auch perfekt. Autsch. Autsch. Eieiei. Oh. Ich hab noch nicht mal das geschafft, ihn anzugreifen. Ich war damit beschäftigt, vor ihm wegzurennen. Ach. Ja. Ich habe an dem anderen nicht gerastet. Gut. Naja, das geht ja schnell. Also. Kann ich es auch hier mit den 20 Flakons lassen? Oh Gott. Das sind hier ja nicht Ladezeiten wie in anderen Spielen, die ich gerade spiele. So. Pillars of Eternity. Da wäre das blöd. Mit den Ladescreens. Und den Ladezeiten. Aber hier geht's, glaube ich. Ich werde mal gucken, was die Hellebarde gegen die Typen ausrichten kann. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja auch ein guter Test wäre. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Hat zumindest so ein bisschen Schaden gemacht. Oh. Okay. Ja. Ist kein One-Hit, aber das war's mit dem Schwert des Grabesfürsten auch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Und ich hatte jetzt gerade keinen Schaden genommen, weil ich sie von ferner angreifen konnte, was auch ganz nett ist. Ja. Ich meine, der Weg ist nicht weit. Der Weg zu Arturias ist wirklich nicht weit. Es ist einer der kürzesten Bosswege hier, die ich so bis jetzt hatte.
Und auch der mit den wenigsten Gegnern dazwischen. Also, ich habe es ja immer noch nicht geschafft, jetzt hier den Weg zu Seath zu finden. Den finde ich aber jetzt gefühlt allein schon deutlich weiter. Ach, verputzt. Komm, gib mir einfach noch mal ein paar. So long. Oh Gott, ich wäre da jetzt beinahe runtergelaufen. Kann man, glaube ich, nie genug haben. Brandbomben meine ich. So. Okay. Ja, eigentlich meine Seele war da nicht frei. Ohne sein. Au! Heieieie. Oh. Das ist doch wieder Kacke. Ich hasse diese Bewegungen, die sich nicht stoppen lassen, wenn die einmal dran sind. Das war... ich mache dem mehr Schaden als mit dem Schwert, oder? Nein, lass das. Arthurias, lass das. Das macht man. Sei ein braver Ritter. Husch. Ich habe ihn nicht getroffen. Wie schön. Ist doch wieder ganz brillant, wenn ich ihn überhaupt nicht treffe. Bin ich schon... Au. Bin ich schon so nah an ihm ran mit der helle... Der helle Bade und treffe ihn trotzdem noch nicht. Nein, du solltest nicht mehr angreifen. Heil dich mal schnell, solange der Kram beschäftigt ist, wie irgendwelche Verstärkungen zu wirken auf sich selber. Weg. Zweimal reicht völlig. Einmal wäre schon schön. Oh Gott, nein. Nein, Wand. Oh Gott, nein. Oh shit, wie doof ist das? Das nicht passiert wäre. Aber die Hellebarde ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich muss nicht so nah an ihn ran. Das ist von Vorteil. Ich werde das jetzt noch versuchen. Einmal oder zweimal. Dann werde ich aber wahrscheinlich wieder eine Pause machen, weil meine Stimme leider mir echt Probleme macht. Aber ich werde es mit der Hellebarde auf jeden Fall weiter probieren. Ich finde die gar nicht so schlecht und ich werde gucken, dass ich die vielleicht doch nochmal... Ich muss mal gucken, ich brauche so eine große Scherbe. Die sind bestimmt schweineteuer. Oder nee, nicht große Scherben. Brauchte ich große Scherben? Ich muss ja mal gucken, was ich dafür brauche. Die großen Scherben. Ja, das waren ja jedes Mal 3800 oder so. Müsste ich gucken. Aber, Ich sehe so ein bisschen die Chance, ihn vielleicht doch zu schaffen. Also. Au! Warum hat sie sich rumgedreht? Ach, weil der Fokus rausgeflogen war. Das ist schön. Also entweder... ich habe die Gegner im Fokus, die ich nicht im Fokus haben will, oder ich habe gar keinen im Fokus. Ist auch brillant. Ja, wenn ich die Hellebarde noch ein bisschen verstärke und die mehr Schaden macht. Also die macht mehr Schaden als die Götterhellebarde. Mehr als doppelt so viel. Und ich habe ihn dann ein bisschen auf Abstand. Was auch nicht so schlecht ist. Weil das Schwert... Ich meine, ich könnte jetzt nochmal den direkten Vergleich machen mit dem Schwert. Ich bin mir jetzt nämlich gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube, ich werde mir das im Video anschauen. Dann sehe ich das ja, wie viel Schaden ich mit dem Schwert gemacht habe beim ersten Hieb. Und wie viel Schaden mit der Hellebarde. Vielleicht ist es auch ähnlich. Keine Ahnung. Weil ich weiß nicht, wie viel vom... Andererseits kann das nicht ähnlich sein, oder? Das ist der Grundschaden von dem Schwert ist höher. Meine ich. Jetzt bin ich verwirrt.
So long. Ja, so long. Weil die helle Barde macht ja nur... Macht ja letztlich nur... 242 Schaden. Und das Schwert macht... 397. Trotzdem mache ich weniger Schaden? Mit dem? Naja, vielleicht habe ich auch das Gefühl, dass ich weniger Schaden mache, weil ich nicht so viel reißen kann, wenn ich so nah an ihn ran muss immer. Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht wird es ja jetzt der Versuch. Oh, jetzt, das ist schön. Das ist der einzige Vorteil an dieser Aktion eben, dass ich in der Wand gestorben bin, mehr oder weniger. In der Eingangswand. Ja. Aua. Super. Ich weiß nicht warum, aber ich bin auf ihn zugesprungen, obwohl ich das gar nicht wollte. Oh, das hat dann ausnahmsweise mal geklappt hier. Ich bin zu langsam. Ich kann ihm nicht ausweichen. Ich krieg's nicht hin. Ja, wenn ich mich heile, krieg's eh nicht hin. Ich weiß. Wie schön, dass er sich parallel zu mir bewegt hat. Das ist echt anspruchsvoll, finde ich, den Kampf. Weil er halt anders ist als die anderen Kämpfe. Weil es eben kein... einfaches Monster-Gegner-Kampfding ist, sondern weil es ein Gegner, ein schneller Gegner mit einer Waffe mit einer großen Reichweite ist. Da bin ich wieder voll in ihn reingesprungen, statt um ihn rum, wie ich es geplant habe. Da bin ich trotz Hellebarde nicht an ihn rangekommen. Mist. Und wieder kann ich diesem Angriff nicht ausweichen, obwohl ich ihn sehe. Sehen kommen und kann ihn nicht ausweichen. Ich glaube, ich stehe schon wieder zu nah an der Wand. Ja. Komm, nein, du solltest nur... Wieso macht sie zwei Angriffe, wenn ich nur einmal... Wenn ich nur einmal angreifen will? Hat er mich mit dem Angriff nicht erwischt? Ich bin irritiert. Ich habe ihn überhaupt nicht getroffen. Ich habe zwei Angriffe gemacht und ich habe ihn mit keinem davon getroffen. Ich hasse das. Oh Mann. Er ist so schnell. Ich wollte gar nicht. Ich wollte heilen. In dem Augenblick. Habe ich. Oh Gott. Kann ich eine Brandbombe auf ihn werfen? Das habe ich schon mal probiert, ne? Ich finde, da macht ihm gar nichts. 27 Schaden. Wahnsinn. Na gut. So eine schwarze Feuerbombe wäre für... Hallo? Jetzt macht er wieder sein, ich bin stinkig und voll mächtig und böse und mach dich fertig. Wow. Möchte ich gar nicht an ihn rankommen. Nee, nee, geh mal. Geh mal. Du bist mir zu lila gerade. Du bist mir echt zu lila. Jetzt wird er noch saurer. Ich fände es ja schön, wenn die Gegner auch mal Fehler machen könnten. Aber die machen leider keine. Das sieht die KI nicht vor. Meine Herren. Was ist das, Artorius? Artorias. Das. Das finde ich super kacke. Wenn er da mit seinem Schleimzeug schmeißt und mir die Ausdauer auf Null geht. Das wollte ich gerade sagen, das hat doch noch geklappt, aber es hat nicht. Ja. Ja. Aber. Also ich finde den Kampf schon gut, muss ich sagen. Er ist, er ist extrem fordernd und auch anstrengend. Ich finde das ja immer anstrengend, solche... Ah, graue Brocken brauche ich. Und mir fehlen Seelen. Mir fehlen gar nicht. Was wird? Ey, komm.
hat. 200 Seelen. Die hole ich mir jetzt eben da hinten. Die geben 500. Den Jungs habe ich lange nichts mehr zu tun gehabt. Keinen erwischt, schade. Ich hatte gehofft, dass die Pfeile die erwischen. Das habe ich eine Zeit lang ganz gut hingekriegt. Da war mein Timing sozusagen perfekt, weil ich einfach die ganze Zeit den Kram gemacht habe. Weil ich das ja 5000 Mal hier gemacht habe und hier Seelen gefarmt habe eine Zeit lang. Das war ja bitter nötig. Von mir aus kannst du jetzt eigentlich gehen. Scheiße. Kommt er wieder? Super. Das war gut. Okay. Ja, möchte ich. Gut. 253 Schaden. So, und jetzt werde ich es noch ein letztes Mal mit Arturias probieren. Für heute ein letztes Mal, nicht insgesamt ein letztes Mal. Keine Bange. Mit einer stärkeren Waffe. Na, nochmal etwas stärkeren Waffe. Wahrscheinlich müsste ich mit dem Level jetzt schon die Mega-Waffe haben. Keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man die Hellebarde mit irgendeiner der Seelen zu was anderem machen kann. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Also mir fällt jetzt gerade da nichts ein. Ich hatte ja so ein bisschen nachgeguckt, was ich mit den Seelen, die ich da habe, machen kann. Und die sind eigentlich nicht für Hellebarden. Richtig in Erinnerung. Ach, süß, jetzt fällt er hin. Na gut. Na, das ging ja jetzt. Das ging doch jetzt. Das war doch jetzt vollkommen okay. Ich weiß auch nicht. Manchmal stelle ich mich hier richtig blöd an. Ich habe ja jetzt heute noch nicht, außer Dark Souls, noch gar nichts gespielt. Aber ich habe natürlich auch einen Arbeitstag hinter mir. Das ist dann immer... Da ist man dann auch schon mal so ein bisschen durch. Normalerweise nehme ich ja so ein bisschen am Stück am Wochenende auf, wenn ich das zeitlich schaffe. Da ich aber am letzten Wochenende Besuch hatte und dann mit dem Besuch auch noch unterwegs war, hatte ich keine Gelegenheit, hier aufzunehmen. Also ausgeruht aufzunehmen. Also muss ich ja jetzt wohl heute, damit das bis Donnerstag klappt. Nehme ich doch schon wieder fast eine Dreiviertelstunde, fast die komplette Dreiviertelstunde auf. Aber weißt du was? Ach, verdammt. Ich finde ihn so unsympathisch. Sollen wir einfach Brandbomben geben und so lange halten. Wow. Jetzt wäre ich beinahe hier irgendwo. So, eben hat die Hellebarde 115 Schaden bei Arturias gemacht beim ersten Hieb. Mal gucken, ob ich das schaffe, zu einem zweiten Hieb zu kommen. Das werden wir jetzt sehen. Meine Seele. So. Oh, Hilfe. Das war jetzt nicht erwartet, dass er direkt so... Gott. Ich treffe ihn nicht, obwohl ich direkt vor ihm stehe. 128, okay. Okay. Ja. Oh, blocken ist keine gute Idee immer wieder. Ich merke es. Da müsste ich schon... Ich weiß nicht, ob man ihn eventuell parieren kann. Also... Nee, also ich zumindest nicht. Nicht diese Angriffe. Wow, ich kann ihn in seinem komischen Sprungangriff angreifen, wenn ich den richtigen Moment erwische. Interessant, hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Aua. Wenn man nicht immer
stehen bleiben müsste, um sich zu heilen. Aber ich weiß, es gehört bei Dark Souls dazu. Es ist ein Teil der Spielerfahrung, dass man verwundbar ist, wenn man sich heilt. Und bla. Also, ne? Gehe ich zumindest davon aus, dass das der Plan ist. Weißt du, schön. Aua! Was ist das? Das ist doch einfach. Oh Gott. Aber die Hellebarde, ich habe jetzt nur viermal zugehauen. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Also mit der besseren Hellebarde wollte ich ihn irgendwann schaffen. In 50 Millionen Jahren. Ich teleportiere mich jetzt mal direkt hier zum Leuchtfeuer. Ich versuche es jetzt nicht mehr. Ich merke, dass ich schon wieder rappelig werde. Aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht rasten, aber ich glaube nicht. Ja, sonst fange ich beim nächsten Mal wieder in der Gemeinde der Untoten an und muss halt hier hin porten. Das mache ich dann, bevor die Aufnahme startet. Okay, ich sehe Licht am Horizont, was Arturias angeht. Ich weiß noch nicht, wie viele Versuche ich dann tatsächlich brauche. Vielleicht klappt es wie mit Nito. Hm? Das war ja auch, nachdem ich dann so einmal da so ein bisschen reingekommen war. Ich muss mal gucken, vielleicht ist das dann ja was. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.